Hallo Freunde, willkommen zu Gott auf meiner Seite. Heute mit Seite 120. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir sind dir so dankbar, dass wir auch heute die Gelegenheit haben, aus deinem Wort zu hören und dass du durch deinen Heiligen Geist zu uns sprechen kannst. Wir bitten dich, dass du genau das tust im Namen Jesu. Amen. Wir sind in 3. Mose Kapitel 7. Bei der Beschreibung der Opferanteile der Priester in Vers 35 lesen wir: Das ist das Salbungsteil Aarons und das Salbungsteil seiner Söhne von den Feueropfern des Herrn an dem Tag, da er sie herzunahen ließ, um für den Herrn Priesterdienst zu tun. Von dem Herrn, von dem der Herr befahl, dass es ihnen am Tag ihrer Salbung gegeben werde, von den Kindern Israels als ewiges Recht für ihre künftigen Geschlechter. Diese Menschen, die als Priester eine besondere Aufgabe hatten, die das Volk vor Gott repräsentieren sollten und dem Volk deutlich machen sollten, was Gottes Wille ist, sie hatten besondere Privilegien, besondere Rechte. Sie hatten einen Anteil an einigen dieser Opfer. Und Gott wollte damit deutlich machen, dass wenn Israel selbst als ganzes volk ein priestervolk ist dann haben sie bestimmte vorrechte eine bestimmte privilegien die sie auszeichnen sollten jeder mensch der andere menschen zu gott bringt darf sich sicher sein dass gott ihn nicht leer zurücklässt sondern ihm echte wirkliche vorrechte und privilegien zusichert <laughs> Dies ist das Gesetz vom Brandopfer vom Speisopfer und vom Sündopfer vom Schuldopfer vom Einweihungsopfer und vom Friedensopfer das der Herr dem Mose auf dem Berg Sinai gegeben hat an dem Tag, da er den Kindern Israels gebot dem Herrn ihre Opfer darzubringen in der Wüste Sinai. Und der Herr redete zu Mose und sprach nimm Aaron und seine Söhne mit ihm dazu die Kleider und das Salböl und den Jungstier zum Sündopfer und die zwei Witter und den Korb mit ungesäuertem Brot und versammle die ganze Gemeinde vor dem Eingang der Stiftshütte. Und Mose tat, wie es ihm der Herr befohlen hatte, und die Gemeinde versammelte sich vor dem Eingang der Stiftshütte. Was jetzt geschehen sollte, sollte nicht im verborgenen geschehen. Aaron hatte vor aller Augen schwer gesündigt und jetzt sollte er vor aller Augen als Priester eingesetzt werden. Die ganze Gemeinde sollte wissen, dass Gott zu ihm stand und ihm vergeben hatte und ihn selbst für diese wichtige Aufgabe auserwählt hatte. Er sollte die Gemeinde offiziell vor Gott vertreten. Die ganze Gemeinde sollte teilhaben an dieser Zeremonie. Und Mose, brachte, und Mose sprach zu der Gemeinde: Das ist es, was der Herr zu tun geboten hat. Und Mose brachte Aaron und seine Söhne herzu und wusch sie mit Wasser. Und er legte ihm den Leibrock an und umgürtete ihn mit dem Gürtel. Und er bekleidete ihn mit dem Obergewand und legte ihm das Ephod an und umgürtete ihn mit dem Gürtel des Ephods und befestigte ihm es ihm damit. Man kann übrigens alle Details noch einmal nachlesen in 2. Mose 29, wo genau das so im Vorhinein beschrieben worden ist als Vorschrift. Mose hat also in jedem einzelnen Teil sich ganz genau an das Wort Gottes gehalten. Es heißt weiter, danach legte er ihm das Brustschild an und legte ihn das, in das Brustschild die Urim und die Tumim. Und er setzte ihm den Kopfbund auf das Haupt. Und heftete an den Kopfbund vorn an seine Stirn das goldene Stirnblatt, das heilige Diadem, so wie der Herr es Mose geboten hat. Über das haben wir schon einiges gesagt in 2. Mose, als die Priesterkleidung beschrieben worden ist. Dies war die Krone des Priesters. Die Heiligkeit sollte hier ausgedrückt werden. Der Name des Herrn stand hier an der Stirn, symbolhaft dafür, dass unser hohe Priester, an uns denkt aber auch wir, Gottes Charakter in unserem Herzen tragen sollen, als ein Siegel. Und Mose nahm das Salböl und salbte die Wohnung und alles, was darin war, und heiligte sie. Auch sprengte er davon siebenmal auf den Altar und salbte den Altar samt allen seinen Geräten, auch das Becken samt seinem Gestell, um es zu heiligen. Und er goss von dem Salböl auf das Haupt Aarons und salbte ihn, um ihn zu heiligen. Und Mose brachte auch die Söhne Aarons herzu und bekleidete sie mit Leibröcken und umgürtete sie mit dem Gürtel und band ihnen die hohen Kopfbedeckungen um, so wie der Herr es Mose geboten hatte. Dann ließ er den Jungstier des Sündopfers herzuführen und Aaron und seine Söhne stützten ihre Hand, Hände auf den Kopf des Sündopferstieres. Und er schächtete ihn und Mose nahm das Blut und tat davon mit seinem Finger auf die Hörner des Altars rings um und entsündigte. Den Altar, und er goss das übrige Blut an den Fuß des Altars und heiligte ihn, indem er für ihn Sühnung erwirkte. Sodann nahm er alles Fett an den Eingeweiden und den Leberlappen und die beiden Nieren mit dem Fett daran, und Mose ließ es auf dem Altar in Rauch aufgehen. Aber den Jungstier, samt seiner Haut und seinem Fleisch und Unrat verbrannte er mit Feuer außerhalb des Lagers, so wie der Herr es Mose geboten hatte. Als der Priester eingesetzt wird und als das Heiligtum geweiht wird, geschieht alles exakt nach dem Wort Gottes. Wir sind persönlich nicht dabei gewesen, als unser hoher Priester eingesetzt und gesalbt worden ist, als das himmlische Heiligtum in Betrieb genommen worden ist. Aber wir dürfen wissen, Gott hat alles exakt genauso gemacht, wie es das Wort Gottes. Gottes beschreibt. Wir können uns auf das Wort Gottes verlassen und wissen, genauso ist es damals geschehen, als Jesus im Jahre 31 als unser Priester gesalbt worden ist. Er brachte auch den Witter zum Brandopfer herzu und Aaron und seine Söhne stützten ihre Hände auf den Kopf des Widders. Und er schächtete ihn und Mose sprengte das Blut ringsum an den Altar. Und er zerlegte den Witter in seine Stücke und Mose ließ den Kopf, die Stücke und das Fett in Rauch aufgehen. Und er wusch die Eingeweide und die Schenkel mit Wasser. So ließ Mose den ganzen Witter auf dem Altar in Rauch aufgehen. Das war ein Brandopfer zum lieblichen Geruch, ein Feueropfer für den Herrn, so wie der Herr es Mose geboten hatte. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, danke, dass wir wissen dürfen, dass auch wenn wir nicht persönlich dabei waren, bei der Einsetzung von Jesus zu unserem Hohen Priester im himmlischen Heiligtum, dass wir wissen dürfen, dass alles gemäß der Bibel vor sich ging. Und dass wir so viele Bibelstellen haben, die uns zeigen, wie sorgfältig du den Erlösungsplan durchgeführt hast. Dafür danken wir im Namen Jesu. Amen.